Hallo, willkommen beim 1000 Becker Report, heute zum Thema Goldaktien und der Toronto Stock Exchange. Disclaimer: Goldaktien und Bullenmärkte, einige allgemeine Statements. Toronto Stock Exchange, das ist sozusagen TSX, das ist sozusagen die Heimatbörse der Junior Goldaktien und Silberaktien. Die werden da insbesondere behandelt und es ist einfach interessant zu sehen, dass die Statisten meinen, er bricht aus. Sie sehen es hier. Wir hatten 2020 ein absolutes Tief. Wir sind dann höher, dann korrigiert und wir sind im Prinzip auf der Höhe der Finanzkrise. Und Sie wissen, danach fand ja eine erhebliche Rallye bis 2011 statt. Und im Grunde genommen hoffen wir es genau, dass wieder unmittelbar bevorsteht. Ja, ist einfach interessant zu sehen, wie super tief das Anfang 2020, das konnte sich absolut keiner vorstellen. Aber hoffen wir jetzt, dass es jetzt in die andere Richtung schlägt, wie dieser Statist das meint. So viel dazu. Ja, heute über eine Goldaktie, die in Südamerika, in Guyana ist, hat in der Vergangenheit 300.000 Unzen produziert, während einer 12-jährigen Lebensdauer, also 3,7 Millionen Unzen. Das Ganze findet statt im sogenannten Guyana-Schild. Und das hat eine Verwandtschaft zum Birimian Greenstone-Bild in Westafrika, wahrscheinlich in der Region Mali, ist aber noch weniger falsch. Also in Afrika hat 300 Millionen Unzen und das Guyana-Schild 100 Millionen Unzen. Die haben im Wesentlichen drei Projekte. Ein Projekt ist das sogenannte Venod-Pit. Das ist eine ehemalige produzierende Mine, die 1,4 Millionen Unzen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,5 Gramm pro Tonne produziert hat und es hat weiter erhebliches Potenzial für Tagebau. Und Tagebau ist ja auch immer wirklich wesentlich günstiger als Underground. Das ist besonders attraktiv, auch gerade in der Region. Das andere Projekt ist das sogenannte Fennell-Projekt. Während des Betriebes, also das ist auch ehemalige historische Produktion, 2,4 Millionen Unzen produziert, Durchschnittsgehalt von 2,6 Gramm pro Tonne und es geht bis eine maximale Tiefe von 250 Meter, wurde das gefördert. Also nachgewiesene Anzahl Unzen, 4,3 Komma, haben sie 1,6 Millionen und abgeleitet Interferet mit 3,42 Gramm pro Tonne 870.000. Also ja, man könnte fast sagen, hier fast so 2,5 Millionen, 2,6 Millionen. Und weiterhin haben die auch noch beeindruckende Bohrergebnisse, teilweise einige Abschnitte bis 1000 bis 3350 Gramm pro Tonne. Ja, das andere Projekt, das ist Projekt 3, da vermutet man, dass dieses Broccoli Hill Projekt ein weiteres Fennell-Projekt ist, also von dieser Dimension. Das ist sozusagen ihr Flagship und da sind auch die Ressourcen schon nachgewiesen beim Fennell-Projekt. Und wenn dasselbe nochmal hinzukommt, das wäre natürlich wirklich außergewöhnlich, attraktiv hinsichtlich der Bewertung. Also dort, das also nur wenige hundert Meter neben dem Fennell-Tagebergbau. Und die haben da Bohrproben gemacht von 12,4 Gramm pro Tonne, also auch High Grade, was interessant ist. Ja, ich habe jetzt einfach mal hier den Potenzialfaktor mit 3 Millionen Unzen Gold, sage ich mal, High Grade mal angesetzt. Vielleicht haben wir noch mehr, muss man sehen. Guyana, klar, ist nicht allererste Wahl, aber es ist zumindest ist es nicht Bolivien oder Afrika, also es ist Ländergruppe 2, die nur 25% Abzug gibt und dann kommt man auf einen theoretischen Potenzialfaktor von 90. Das heißt, also wenn Gold vielleicht auf 2000 steigt, ist es, geben die Zahlen das her, dass diese Aktie vielleicht um das 90-fache steigt. Aber natürlich muss Gold auch erstmal auf 2500 steigen. Aber aktuell ist es definitiv unterbewertet. Es hat wirklich sehr viele Ressourcen und wenn Feuer in den Markt kommt, ist vieles möglich. Ganz sicher wird es von den 10 Cent möglicherweise, wenn die Aktie soweit überlebt, die ist natürlich auch Hochrisiko bis Gamble, weiß man nicht, aber unter normalen Umständen soll es zumindest 1 Dollar wieder erreichen. Und dann werden wir sehen,
wie weit es darüber hinausgeht. Es geht auf 3, 5 oder vielleicht sogar 9, wie hier angegeben. Wir werden es sehen. Ja, nochmal ein paar Worte zum Hartgeldforum. Wir versuchen das jetzt so ein bisschen in abgewandelter Form zu beleben. Einige ehemalige Schreiber sind dabei. Müssen wir mal sehen, wie weit wir es kommen. Ist auch immer verlinkt, der Link unten im Video. Ansonsten 1000 Bäcker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren mit großen Ressourcen, nach Risiko zu klassifizieren und auch eine Exit-Strategie zu skizzieren. Was kauft man, wenn der vorbei ist? Ja, noch weiter einige Informationen. Welchen Broker nutzt man in der Schweiz? Wo kann man Gold einlagern? Und so weiter und so weiter. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.